had my fence take a look at Lord Julian's medallion. Perry says the crest belongs to the Rutherfords, one of the oldest so-called great families, with a castle in South Quarter and a street named after them. They've got a lot of wealth and a nasty reputation for turning on each other. Based on that conversation I overheard, Julian is definitely carrying on the family tradition. Lord Ember, Julian's cousin, currently resides in the castle, and Julian wants revenge. Julian had a good plan. Hide inside a supply cart and ride in after dark, then signal the cook to open the side door by putting out the lion's head torch in the courtyard. A good enough plan for me to use myself. That bloodline opal sounds valuable, and it's better off with me than sitting around in their vault. But I can't get lazy. Ember will have his personal guard, and doubtless a few other family tricks in store for anyone who comes after the opal. Das Ende einer Blutlinie. So, und jetzt, wo wir den Samtsack gesammelt haben, haben wir einen Teil der Medaille, die wir brauchen, um den Opal der Blutlinie zu bekommen. So, Aufgaben. Brechen Sie in das Schloss der Rutherford ein. Finden Sie heraus, wie man die Schatzkammer finden und öffnen kann. Stehlen Sie den Opal der Blutlinie aus der Schatzkammer. Wenn Sie alles erledigt haben, verlassen Sie das Schloss auf dem gleichen Weg, auf dem Sie betreten haben, durch das vordere Tor. Hinweis, der Koch wartet auf das Signal. Löschten Sie den Löwenkopffackel, das haben wir im Intro gerade gesehen, damit er die Hintertür über die Fackel im Festungsball öffnet. Werde ich, glaube ich, nicht benötigen. Warte mal, gucken wir mal Anspruch. Letztendlich ist der Schwierigkeitsgrad eigentlich immer gleich, soweit ich weiß. Wenn ich jetzt nämlich auf leicht gehe, ist es wieder diese 30% des Lootes und alles gering und nur der Schadenstoleranz halten wir ein bisschen mehr aus. Und bei Experte ist es halt wieder mindestens drei spezielle Beutestücke. Ich weiß aber nicht 100%, ob es immer drei spezielle Beutestücke gibt. Ob es vielleicht auch variiert, dass es mal zwei sind oder mal vier. Naja, das sehen wir ja. Ja, auf jeden Fall dürfen wir jetzt den Cousin des Lord Julian berauben. Dann würde ich mal sagen, los geht's. So, und wir haben jetzt die Wahl zwischen zwei Wegen, beziehungsweise drei Wege. Es gibt einmal das Vordertor, was man nehmen kann. Man kann die Fackel löschen und da oben lang gehen. Man kann aber auch hier links lang gehen und ich glaube, ich werde diesen Weg hier gehen. Und ja, man kann hier sehr viele Dialoge aufschnappen. Manchmal hat das Vorteile, gerade in der Open World. Aber ich werde einfach mal... Ich werde einfach mal das ignorieren und euch ein bisschen auf den Laufenden halten, was hier so erzählt wird. Und zwar kommen ja auch öfters mal Gerüchte über das alte Viertel zum Beispiel. Dass es zum Beispiel angeblich Zombies gibt. Was ich ein bisschen krass finde, dass eigentlich wissen die meisten, dass es eigentlich schon Untote gibt. Aber es wird hier wieder so spekuliert, wie glaubt man doch gar nicht, gibt es doch gar nicht, es gibt keine Untoten und sowas.
Ja, das alte Viertel wurde sogar komplett abgeriegelt. Dass sich die Leute da nicht fragen, warum, finde ich ein bisschen ignorant. So, wir gehen hier rein. Und sind im Anwesen. So, und hier werden wir natürlich sehr viel Zeug stehen müssen. Aber ich werde trotzdem die Briefings für euch vorlesen, wenn ihr möchtet. Lieber Vetter, Embers Versuche, den Opal zu schützen, werden immer grotesker. Heute hat er vor der Tür zur Schatzkammer im Keller ein neues Fallgitter anbringen lassen. Was den Öffnungsmechanismus angeht, meine Männer haben überall gesucht. Ohne Erfolg. Überall außer in Embers Privatgemächer natürlich. Solltest du etwas herausfinden, lass es mich wissen. Ember bereitet sich auf Julians Rückkehr vor. Er lässt das Medaillon der Rustwards keine Sekunde aus den Augen, aber gewiss nicht wegen seines Metallwerts. Lady Elizabeth muss geahnt haben, was geschehen würde. Sicher hast du ihre Abwesenheit auch bemerkt. Was uns angeht, wir müssen dem Sieger gehorchen. Egal wer gewinnt, aber unsere Zeit wird kommen. Pass gut auf dich auf. Vetter C. So, und wir haben jetzt schon einen kleinen Hinweis bekommen. Also, der Opal wird durch ein Fallgitter geschützt. Bedeutet also, dass wir das erstmal den Mechanismus öffnen müssen. Die Wachen haben überall gesucht. Also könnte man davon schlussfolgern, da wo sie nicht gesucht haben, also die Privatgemächern, müsste sich der Schalter befinden, um das Fallgitter zu öffnen. Und da werden wir auch nach dem Dings suchen. Oh, leise, leise, leise. Nicht so viel Lärm machen. Benwick, ich habe schlechte Neuigkeiten aus der Stadt. Das Medaillon ist weg. Julian ist natürlich völlig außer sich. Welcher seiner Vettern es wohl gestohlen hat? Nestor. PS, falls du es warst, ich bin auf deiner Seite. Der Diebstahl war verdammt schlau eingefädelt. Ja, man braucht nämlich ein Medaillon, was wir auch jetzt gerade in der Notiz mitbekommen haben, um das Siegel unten zu öffnen. Waren die wertvoll? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, diese Teller waren nicht wertvoll. Er sagt, falscher Alarm. Wenn du wüsstest, was gerade neben dir passiert ist. So, das sind doch die einfachen Schlösser hier. Noch Dreierkammern. Es gibt aber natürlich noch die Fünferkammern und Sechserkammern. Die sind natürlich ziemlich anspruchsvoll. Gerade weil das Zufallsprinzip dort ein bisschen anders ist. Nicht so einfach zu lösen. So, ich habe ein bisschen die Gamma auch ein bisschen erhöht. Ich hoffe, dadurch sieht man das Spiel ein wenig besser. Falls es euch zu hell sein sollte, kann ich es natürlich wieder runterdrehen. Das finde ich übrigens interessant. Der Typ ist betrunken und hat nur ein Auge. Und man kann diese Wache mit diesem Kelch hier ablenken. Aber man braucht das gar nicht. Man kann an den vorbeihuschen, ohne gesehen zu werden. Weil der mich nämlich auf der einen Seite nicht sehen kann. Das haben sie richtig cool gemacht. Und er ist betrunken, dadurch ist er sowieso ziemlich, naja, umnebelt. Was der Patch übrigens hier noch gemacht hat, ist, dass wir das gesamte Anwesen mit ein Stück erkunden können. Also nichts mehr in zwei Abschnitten aufgeteilt. Man kann es einmal komplett durchforsten. Finde ich sehr gut gelöst. Das gefällt mir sehr an dem Patch. So. Hier haben wir einen Bogenschützen und hier haben wir eine Wache. So, an dem muss ich jetzt erstmal vorbei. Denn der hat nämlich einen Gegenstand bei sich. Oh, das war knapp. Oh, da ist auch wieder eine Wache. Wir gehen erstmal hier rein. Warum ist hier die Tür offen? So, ich glaube, hier war es. Genau, hier ist der... Hier ist der geheime Weg, den man hätte gehen können, wenn man die Fackel löscht. Da öffnet nämlich der Koch für einen, den wir in der vorigen Mission gesehen haben, nämlich die Falltür. Auf der einen Seite. An alle Wachen. Vor der Schatzkammer der Familie Rustford wurde ein Fallgitter zum Schutz des Opals der Blutlinie angebracht. Nur Lord Ember kann das Fallgitter öffnen. Seine Lordschaft erwartet, dass sein Vetter Julian schon bald versuchen wird, den Edelstein zu stehlen. Haltet also die Augen offen. Captain Williams. Ob das unser Captain ist hier mit seinem komischen Einauge? Wobei ich nicht genau glaube, dass es wirklich der Captain ist. Ich glaube, das ist einfach nur eine normale Wache. Der Captain könnte der dickere sein. So, 11% erst. Ich versuche natürlich wieder 100% zu erreichen. Und das müssen wir auch fast. So. Jetzt bloß vorsichtig. Man kann hier ziemlich schnell die Wachen wecken. Ähnlich wie in den älteren Teilen. Schnarch nicht so laut, bitte. Mama.
Da hat er einfach sich was Gutes eingesteckt hier. Verdammte Schicht. Alles ruhig. So, dann wollen wir uns mal an den Opal da oder den Edelstein, der da oben hängt, wagen. Da muss ich jetzt nur umdrehen, die Wache. Half a minute? Oh Gott, das war knapp. Das war verdammt knapp. Ich wollte eigentlich von ihnen hinter ihnen weghuschen, aber es hat nicht funktioniert. Wir gehen einfach einen kleinen Umweg. Wir haben übrigens auch wieder eine Karte. Hier sozusagen, hier ist das Fallgitter. Hier war dieser Raum mit dem Einauge. Wir sind quasi hier raus. Nee, wir sind hier rausgekommen eigentlich. Oder? Warte mal. Nee, hier war das Einauge und hier sind wir, glaube ich, vorbeigehuscht. Irgendwie. Weil ich weiß auf jeden Fall, hier war der Typ die eine Wache. Es geht nämlich quasi, da wo die Wache ist, mit dem Einauge, geht es nämlich runter zum Keller. Das weiß ich ganz genau. Das ist der Turm. Also sieht man, dass es Garrett selbst gezeichnet hat hier ein bisschen. Jetzt sind wir hier in den Schlafkämmerchen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, erstmal die gesamte untere Etage abzugrasen. Und dann werden wir die obere Etage und den zweiten Abschnitt machen. Mit dem Innenhof. Das ist, wie gesagt, normalerweise im Original. Also ohne Patch. Ist das normalerweise aufgeteilt. Aber mit dem Patch müssen wir das nicht mehr aufteilen. Die Abschnitte sind dann ein und dasselbe Level. Was ich viel, viel besser finde. Ich habe sowieso nie verstanden, warum sie in Deadly Shadows sowas gemacht haben mit den Abschnitten. Weißt du, die gaukeln dir was von Open World und sowas vor. Und dann hast du es nicht mal richtig. So, hier haben wir noch ein paar Breitkopfpfeile. Wir haben übrigens diesmal ein bisschen mehr Ausrüstung. Da ist eine Wache. Das ist die Waffenkammer, wo wir gerade sind. Ich glaube, das sieht man sogar auf der Karte, dass das die Waffenkammer ist. Schnappen wir uns erstmal hier schnell die... Erstmal verstecken. War es hier ein Gegenstand oder sowas? Nee. Der hat mich eine Fackel. Auch etwas neu, dass es Fackelläufer gibt. Gab es ja im Original von Thief 1 und 2 nicht. Aber... Wow, das war laut. In den Fanmates wurde sowas öfters aufgegriffen mit Laternen und Fackeln. So, hier wäre normalerweise der nächste Abschnitt. Aber ihr seht, es ist diesmal kein Rauch, kein Dunkelheit oder sowas. Das heißt, man kann direkt in den nächsten Abschnitt gehen. Ich gehe mal gleich mal in den nächsten Abschnitt, um euch das mal kurz zu demonstrieren, wie das gelöst wurde. Die haben einfach das gesamte Anwesen erweitert und dran gesetzt. Also Hut ab für diesen Patch, er lohnt sich einfach. Also ich würde sagen, da verfälscht das Original nicht. Nicht unbedingt. Aber es macht es definitiv besser. Weil diese Abschnittswechselerei zwischen den zwei Abschnitten ist einfach nervig. Bleibt mal ganz ruhig, mein Freund. So, wir gehen jetzt erstmal unten lang. Hier müssen wir erstmal wieder ein Schloss knacken. Hier ist, glaube ich, wieder eine betrunkene Wache. Aber die ignorieren wir. Wir löschen nur dass die Fackel da drin. Wenn wir jetzt erstmal reinkommen. Ich verrate schon wieder viel zu viel vor. Das darf ich gar nicht. Also ich kenne dieses Spiel einfach sehr gut. Oh nee, wir sind hier falsch reingegangen. I knew it. Who's there? What's this all about? Scheiße, scheiße, scheiße. Oh no. Somebody over there? Oh, it's not in my job description to put up with this kind of thing. Oh Gott. Habe ich ganz schön mit den Fackellöschen habe ich mir ganz schön viel Aufmerksamkeit rangeholt. Das wollte ich gar nicht. Hier wollte ich rein. Ah gut, wenn die da hinten suchen und abgelenkt sind, dann kann ich nämlich hier lang. Denn hier gibt es nämlich auch ziemlich viel zu stehlen. Oh, warte mal, der Betrunkene ist weg. Die haben den Betrunkenen, die betrunkene Wache auch noch rangeholt. So, hier muss man nämlich vorsichtig sein. Hier auf den Tisch gibt es was. Ja, da hinten auch noch. Und hier hinten gibt es noch was. Ein paar Kerzenständer. Schade eigentlich, dass man das nicht mehr so sieht, wie viel Goldwert hat, wie viel Edelsteinwert das hat. Das ist ziemlich schade. Ich fand das immer cool, wenn man sieht, was das so an Wert hat. So, die haben die Suche aufgegeben. Wir wurden nicht entdeckt, wir wurden nur mitbekommen. So, das ist die dicke Wache, die von der ich erzählt habe. Die war, wie gesagt, nur, die ist ja ein bisschen betrunken. Dadurch ist die nicht mehr ganz da. Oh Gott, weg. Oh my!
better go get some help here. Was? 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 Wie? Ich bin im Darkness. But it was right here. I know it. Die Wache rufen. Die hat sogar das Schwert gleich gezückt. Ich gehe mal beim Koch lang. Just take a second to look around, okay? Wie haben die mich mitgekriegt? Früher oder später. Naja, dann macht mal. Ich nehme einen anderen Weg. Man kann hier auch ein bisschen ausspielen. Warte mal. Die Tür hier, die ist nicht zu vertrauen. Wir gehen wieder in den anderen Abschnitt zurück. Nutzen halt diese Zeit, wie sie mich suchen. Jetzt habe ich leider wahrscheinlich einen entdeckt auf meinen Statistik. Wobei die mich eigentlich hätte gar nicht sehen dürfen. Ich war die ganze Zeit in der Dunkelheit und der hat anscheinend meinen charismatischen Geruch hat sie vernommen und dachte sich, wow, Geralt ist hier? Da muss ich ja gleich mal die Party holen, weil das muss ja jeder mitkriegen. Jeder muss ja mal den Geralt mitbekommen. So, das ist der Fackelläufer. Der Olympische. Ich überlege gerade, welchen Weg wir gehen. Wir könnten diesen Weg hier gehen, dann sind wir nämlich wieder bei der Treppe. Okay, da ist der Typ. Was? Was? Was ist denn hier los? Die spinnen doch. Wo rennt der? Wohin rennt er? So, da geht's hoch. Okay, der holt jetzt Hilfe. Kann er ruhig machen. Dann sind sie nämlich alle da hinten in der quasi in den Gemälderaum. Und wir schleichen uns wieder zurück zur großen Treppe. Hier sind wir reingekommen, oh. Und versuchen erstmal ein paar spezielle Bärtgegenstände zu holen. So, das ist hier der Vordereingang. Ich komme hier gar nicht durch. So, wie weit läuft er denn jetzt eigentlich? Mist, an den komme ich so nicht vorbei. So, hier ist die Treppe. Nimm mal den Weg. Da ist der Bogenschütze. So, auf den müssen wir aufpassen. Weil der kann uns ganz schön viele Lebenspunkte abziehen. Und Lebenspunkte haben wir ja auch in diesem Spiel. So, aber der läuft sowieso jetzt erstmal hoch. In der Zeit laufen wir ihn mal hinterher. Aha, back again. So, jetzt geht er wieder runter. Hat mich wahrscheinlich mitbekommen. No, nothing there. Oder auch nicht. Goblins next. Wenn du einen Kobold findest, dann bist du reich. Ja, man merkt auf jeden Fall, der Schwierigkeitsgrad auf Experte ist hier wirklich auf Experte. Die sind nicht nur einfach mehr Wachen. Nein, nicht runterfallen. Die sind nicht nur mehr Wachen, die sind auch viel intelligenter und bemerken viel mehr. So, jetzt geht er runter, schaut nach. Obwohl er sowieso weiß, dass ich nicht da bin. Und wir sehen jetzt erstmal in der oberen Etage. Ich muss aber hier lang gehen, weil es gibt hier einen Wertgegenstand, an dem man nur hier rankommt. So, hier könnten wir in den nächsten Bereich sofort drüber gehen. Das machen wir auch danach. So, was macht der jetzt hier? Der läuft nur hin und her. Okay, da laufen wir mal hinterher. Das wäre natürlich ein einfaches, ihn niederzuknüppeln, aber darauf beziehen wir uns ja leider nicht. Nestor, ich musste den wachhabenden Sergeant feuern. Schon wieder. Der vergoldete Helm, den du beim Sommernachtsturnier gewonnen hast, ist verschwunden. Hat Julian ihn gestohlen? Er ist ziemlich wertvoll. Vom idealen Wert ganz zu schweigen, Bertram. Also, es gibt hier einen Helm. Warte mal. Der wird das mitkriegen, wenn ich die Fackel ausmache, aber was soll's. Alright, whoever's over there, just stop it. Wie er sich jetzt erschreckt hat. Jetzt kriegt er mit. Oh, die Fackel ist aus. Jetzt sucht er nach mir. Schnell weg. Don't worry. I'm not dangerous, whoever you are. So. Den
den Kerzenständer. Und hier müssen wir rein. Und hier, das hat ein richtig gutes Schloss. Und die hatte mich... Anfangs hatte ich mich mal gefragt, warum diese Kammer so gut geschützt ist. Shit. You're gonna be sorry when I get back with the others. Ah. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Der wird wahrscheinlich den Bogenschützen jetzt holen. So. Ihr seht schon, das ist eine Fünfkammer. Nee, das ist eine Vierkammer gewesen. So, der weiß jetzt, dass ich hier in diesen Raum gegangen bin. Das heißt, wir haben nicht viel Zeit. So, man kann mich das hier wegschieben. So. Mit sehr viel Krach. So, jetzt sind wir nämlich hier oben auf der Brüstung. Hier gibt's erstmal auf den ersten Blick nicht viel zu stehlen, weil hier diese Dinger sind nicht wertvoll. Aber hier hinten, hier ist etwas sehr, sehr Großes. Lord Mortimer Rufford, der manische Porträt von Meister Alec. Okay, man kann nämlich das Porträt mitnehmen. Gut. Natürlich könnten jetzt die meisten denken, wie schafft denn jetzt Garrett, so ein Porträt in seinen Unendlichmantel zu stecken? Das ist ja unglaublich. Die Antwort ist einfach. Wie gesagt, ich habe am Anfang mal gedacht, oh, Garrett kann richtig große Sachen mitnehmen. Das ist ein bisschen unrealistisch. Es leuchtet aber ziemlich schnell ein, weil, guck mal, er klaut ja nicht das gesamte Gemälde, er klaut nur das Bild. Und das Bild ist aufgeklebt. Das heißt, er hat es zusammengerollt und in seine Tasche gesteckt. Also ist ja wohl ganz logisch, ne? So, warte mal, kurz gucken. Wie sieht es denn aus mit unseren Prozent? Wir sind jetzt bei 42%. Jetzt müssen wir nochmal hoch. Also ich will nochmal hochgehen. Die suchen jetzt nach oben nach mir. Ich habe jetzt schon zwei entdeckt, das ist übel. So schnell die Tür zuschließen. So, hier wäre wieder ein Abschnittwechsel. In dem Fall sind wir aber einfach weiter. Also hier wäre quasi der Abschnittwechsel gewesen. Hier haben sie das einfach diesen Turm noch hinzugefügt. Das ist so cool gemacht. Es ist... Genau so wollte ich Deadly Shadows immer haben. Weil das hat mir nie an Deadly Shadows so gefallen, dass man die ganzen Level immer ins Abschnitten geteilt hat. Wahrscheinlich um Platz zu sparen. Aber gerade auf höheren Computern ist es ja jetzt möglich, mal das gesamte Level anzuzeigen, ohne dass das Spiel kippt, ne? So, hier oben war auch noch eine Wache. Der wird wahrscheinlich gleich wieder zurücklatschen. Warte mal, ich verstecke mich mal hier an der Seite. Da steht genau zu der Tür, wo ich hin möchte. Wie gesagt, es gibt mehrere Wege nach oben zu kommen. Wir müssen quasi in diesen Turm hier hinein. Das ist ganz wichtig. Das ist doch nicht wahr jetzt, oder? Warte mal, ich mache mal ein bisschen Krach. Warte mal, was ist hier? Nur der Fahrstuhl? Bist du blöd irgendwie? Wie wär's, wenn du einfach mal da rüber gehst? What's all this? That really tears it. Better check on that. Der eine Wache unten kann eh nichts machen. Hä? Da drüben war der Krach. Na gut, dann mache ich es halt anders. Dann renne ich einmal drum rum. Mal ein bisschen wieder in der dritten Person Sicht. Come out, wherever you are. Wherever you are. Diese Stimme. Oh oh. Noch ein Fackelläufer. Den werde ich wahrscheinlich die Fackel ausmachen müssen, weil sonst kommt... Lady Elizabeth is a proper lady. She attended Lady Pollock's school for young ladies. And she can write in both ancient brilliant and modern prinkish. Well, I guess that's something. Your Lord Ember's knowledge of the world is limited to the names of his ancestors and equine diseases of the mouth. I don't like the way she looks at me. Like I've been sneaking about or something. Well, you are a bit unkempt. It's them stairs. She has me up there 5 times a night, changing the torches. Oh, indeed. I shall inform Milady of your displeasure. Don't you dare. Wehe. So, die wechselt, glaube ich, nun mal hier rüber. Hier war ein schöner, großer Käse versteckt für die Mäuse oder Ratten hier. Ich glaube, das sind Ratten, sind das.
Weil so große Mäuse gibt es, glaube ich, gar nicht. Und wir müssen jetzt versuchen, in den Turm hinaufzukommen. Ziemlich schwieriges Unterfangen. Einmal haben wir die Lady hier, die ziemlich schnell Alarm schlagen kann. Und dann zudem den Typen, der immer hoch und runter läuft. Und die, wie er schon gemeint hat, die Fackeln zu wechseln. Das heißt, sobald wir eine Fackel ausmachen, läuft er die Treppe runter. Komme ich jetzt wieder... Komme ich jetzt eigentlich an der auch noch vorbei? Wahrscheinlich nicht, wa? Oder warte mal. Was that? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Warte mal, ich versuche mal das da drüben irgendwie Krach zu machen. Oh, it was nothing. But it was a nice change from all the cleaning and such. Oh, fuck. Hey, what's going on? Ach Mann. Das fände ich ein bisschen blöd an Engine, dass man da immer die Leute zu schnell trifft. Die Wasserpfeile, die fühlen sich ja an, als würdest du mit großen Klumpen schießen. Während in den früheren Versionen das viel schöner gelöst war. Da war das wirklich präziser. Ich habe mich voll in eine Sackgasse gesetzt gerade. Ich habe sie nass gemacht. Ich glaube, das mögen Frauen nicht. Dass man sie so nass macht. Okay, schnell weg. I see you there. You won't be so happy when I come back with the others. Na, dann komm doch mit deinen Leuten. So, schnell die Fackeln löschen. Doubt it's anything, but I've got to check anyway. Did someone just put that torch out? Well, look around. He's still here. I bet my life on it. Well, he ain't gonna just stand around waiting for us, is he? Come on, let's look for him. Naja, such da unten. Hochkommen sie ja eh nicht. Weil die denken, da unten ist was passiert. Fuck, 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 warte mal. Komm ich an die Fackel da drüben noch ran? Hey! Some Taffin trespasser, no doubt. Hä? Wieso ist der jetzt runtergerannt? Ich verstehe es nicht. Jetzt muss ich mich beeilen. Der hat wahrscheinlich den Krach unten gehört, dass die nach was suchen. Und ist jetzt auch runtergestürmt. So, jetzt sind wir in der Turmspitze. Es gibt wirklich keinen anderen Weg, soweit ich weiß, um hier hochzukommen. Deswegen muss man an diese Wache vorbei. Normalerweise sollte man ja auch die Wachen K.O. schlagen, was ich nicht mache. Lieber habe ich ihn entdeckt als K.O. gemacht. Warum auch immer. So. Hier haben wir, glaube ich, den Helm, der gestohlen wurde. Das ist einer der Beutestücke. Hier haben wir noch ein bisschen Cash. Und eine Nachricht. Persönliche Vorräte. Arsen hinreichend. Atropin hinreichend. Belladonna abgestanden. Cyanid hinreichend. Schierling wird knapp. Stechapfel nachkaufen. Das sind alles das sind auf jeden Fall Gifte sind das. Poisons. Better make sure I wash my hands when I get out of here. Das, genau so ist es. Liebste Lizzie, darf ich euch noch so nennen? So nannte ich euch schon als Kind. Ich schreibe, weil ich euch um eine Tinktur für unseren armen Cleve bitten muss. Der Unglückliche sieht dahin. Er sitzt nur noch regungslos da. Sag kaum ein Wort und starrt ohne Unterlass auf sein Mitbringsel vor seiner letzten Reise. Die Ärzte wissen keinen Rat mehr. Ich befürchte das Schlimmste. Es fällt mir schwer, euch um Hilfe zu bitten. Wenn ihr selbst nicht dazu bereit seid, dann tut es bitte für Lord Ambor, Cleves treuen Freund, euren Verlobten. Oder tut es für eure liebe Mutter, an die ich heute noch gerne zurückdenke. Hochachtungsvoll, Lady Eleanor Warwick. Okay, wahrscheinlich töten mit dem Gift.
Das ist das ihr Tagebuch. Ich bin im Haus nicht mehr sicher. Mein Spitzel hat mir erzählt, dass Julian seine blutige Rückkehr plant. Ich verbringe die Abende in der Stadt, um genau das zu verhindern. Außerdem trage ich stets meine vergiftete Klinge bei mir. Wenn nötig, kann ich nur fliehen. Dank des kleinen Schatzes, den ich in der Rüstungskammer entdeckt habe. Ah, also das, sie hat den Helm geklaut. Aber zuerst muss ich diese Scheinehe mit einem Scheingemahl eingehen. Es ist mir egal, welchen von beiden ich heirate. Sie vertragen beide kein Arsen. Ember hat mich heute schon wieder berührt. Zwar nur mit einer Hand, aber das war schon schrecklich genug. Der Brief von Lady Warwick ist interessant. Ember scheint wirklich zu leiden. Er muss zusehen, wie sein einziger Freund langsam dahinsiecht. Das ist besser als jedes Gift, das ich ihm verabreichen könnte. Okay, also diese Lady hat hier nur eine Scheinehe. Übrigens gibt es hier wieder was zu stehlen, was viele übersehen. Und zwar hier oben. Eine Halskette. Wird wirklich schnell übersehen. Und ist wichtig für das 100%ig Loot hier. Also eine Scheinehe. Warte mal, ich mach mal die Fackel aus hier. Weil ich nämlich nicht weiß, wie weit er jetzt schon da oben ist. Besser wäre es natürlich, wenn sie alle woanders suchen würden. So, wir können ruhig die Wasserpfeile verballern, weil wir sie ja später eh wieder einkaufen können. So, warte mal, soweit ich weiß, läuft er auch immer Richtung Tür. Und genau da werden wir ihn kriegen. Welcher Zug? Also die Lady hat aber auf jeden Fall Gifte an ihrer Klinge. Das heißt, sie will gar nicht. Sie will eigentlich. Sie ist eigentlich auch nur eine Art Diebin. Oh oh. Du läufst jetzt hier rechts rein, oder? Der steht so perfekt da, dass das schon zu unperfekt ist. Warte mal, vielleicht kann ich ja ihn reinlärmen. Oh, there you are. Fuck you! Your weapon. You won't get far. Ich hätte lieber ihn weglocken sollen. Na gut, er wird mich sowieso nicht kriegen können. I knew it. Now what the heck was that? Oh. So, jetzt schnell zu lernt Embers Gemächern. No, nothing. If it were something, I'd know it. So, hier sind die Gemächer. Wir müssen uns nur beeilen. Warte mal, einer hatte den Schlüssel. Ich glaube, Lord Ember selbst hat den Schlüssel. Alright, who's there? Oh. Schon wieder haben sie mich mitgekriegt, obwohl ich im Dunkeln war. Na egal. Keiner. Jetzt sind wir im Lord Embers Anwesen. Anwesen, Gemächer meine ich. So, und Lord Ember selbst ist auch noch hier. Das ist der Cousin. Von dem guten Julian, dem wir. Übrigens sehen die komplett gleich aus. Der Cousin. Julian und der Ember hier. Vielleicht sollte ich doch auf Chaos übergehen und die gefundenen Sachen, also die entdeckten Sachen dafür reduzieren. So, hier haben wir ziemlich viel Licht. So, was steht denn hier Feines? Lord Embers Tagebuch. Was zählt, ist der Opal. Julian wird vor nichts zurückschrecken, um ihn an sich zu bringen. Ich muss höllisch aufpassen, aber selbst wenn er die Wachen besticht, an den neuen Fallgittern kommt er nicht vorbei. Nur ich weiß, wo der Schalter ist. Hier an meinem Schreibtisch. Hier bin ich sicher. Schön, dass du es hier reinschreibst. Dieses Schloss ist eine einzige Verschwörung. Wäre dann nicht meine geliebte Elisabeth. Ich hätte längst den Verstand verloren. Selbst das Porträt von Mortimer, dem manischen, starrt mir auf mich herab. Als wäre ich das Opals nicht würdig. Genau. Diese Augen. Für mich war Alec der größte der alten Meister. Ich sollte es besser schützen. Es ist mehr wert als alle anderen Gemälde zusammen. Jetzt hat das sowieso nicht mehr. Diese Ruhe. Seit Lord Warwicks Tod kann ich mich niemandem anvertrauen. Mein einziger Freund. Warum bist du gestorben? Dieser verfluchte Stein. Ich bin sicher, bei seinem Tod Hexerei im Spiel war. Wie ich höre, haben sie den Stein, den Wildstrom Museum gestiftet. Das wird noch, diesen Namen solltet ihr euch merken, das wird noch in diesem Spiel noch eine Rolle spielen. Dort ist er gut aufgehoben. Okay, er hat ihn gespendet. Und wir haben eine
Aufgabe erledigt. Also wir sollen ja rausfinden, wo der Opal ist und wir wissen ja, wo der Schalter jetzt nun ist. He said he'd come back. Should I strike first? Brawling in the city street will look bad, but if I show weakness, I'm finished. Already they are plotting against me. Ah, forget it. Whoever it was probably took off the second I spied him. Ist kein Teppich hier irgendwo, wo ich landen kann? Nur da drüben, oder? I say, what was that noise? Another medallion. I can't imagine it was anything important. Wonder if anyone will pay more for a matched set. So, hier war irgendwo ein Schalter an der Wand. An seinem Schreibtisch hat er gemeint. Den ist auch noch was zu stehlen. Wir müssen aber unseren guten Amboy ja auch noch bestehlen. Has someone stolen it? Ist cool, dass es das, finde ich, wie gesagt, sehr schön, dass das hier in Deadly Shadows umgesetzt wurde, was sie immer angekündigt haben. Wie wäre es, wenn die Einheiten auch merken, dass was gestohlen wurde? So, das ist der eine Schlüssel. Und den anderen hat er am Gürtel. Just an idle fantasy. So, damit haben wir beide Schlüssel. Jetzt kommt er auch nicht mehr raus. Und hier ist es so, in Deadly Shadows werden die Schlüssel automatisch benutzt, sobald man sie hat. Das heißt, man weiß gar nicht, welche Tür... Hier, ich kann die Tür jetzt einfach öffnen. Theoretisch, ohne es zu knacken. Muss aber den Schlüssel nicht mal benutzen. Der ist automatisch als benutzt. So, warte mal, wo ist jetzt der verdammte Schalter? Jetzt habe ich einen... Ach, hier drüben. So, wie sieht's aus? Wir haben jetzt... stehen Sie in Opal der Blutlinie? Und wir haben 83%. Wir sind fast durch. Wir werden jetzt am besten... Hier habe ich auch alles gestohlen, ne? Ja. Jetzt überlege ich gerade, wo könnte noch Loot sein? Ich glaube, unten in den unteren Bereichen. Beim Koch war, glaube ich, noch was. Und hier war noch was. 85%. Komme ich hier runter, ohne Schaden zu nehmen? Ja, aber... So. Dann gehen wir nämlich erstmal zu dem Koch hier. Den guten Koch, der ja helfen wollte bei der Intrige hier. Und das ist so interessant und so lustig, dass er sagt, er wird von allen verraten, außer seine Elisabeth. Wobei gerade die es ist, die ihn nur was vormacht. So, hier ist die Kammer des Kochs. Schlafkammer. Der hat komischerweise keinen Schlüssel. Doch, trotzdem ist es verschlossen. Das Gute ist aber, hier kommt keiner rein. Und der hat auch wieder Tafelsilber mitgehen lassen. Beziehungsweise wertvolle Teller. Tagebuch des Kochs. So viel zu meinem Botengang. Es war alles für die Katz. Julians Medaillon ist gestohlen worden. Wenn Julian so dumm ist, jetzt noch hier aufzukreuzen, mache ich ihm die Hintertür natürlich trotzdem auf. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Er wird versuchen, Ambers Medaillon an sich zu nehmen. Und spätestens dann fließt Blut. Wenn Julian mich besser behandelt hätte, wer weiß, vielleicht hätte ich ihm dann von den neuen Fallgittern an den Schatzkammer erzählt. Und von dem Schalter in Lord Ambers Kammer, mit dem man sie öffnen kann. Wieso? Selbst der Koch weiß es. Warum weiß der Koch das? Aber ich kann nicht noch länger zwei Herren bedienen. So oder so, die beiden Hunde werden die Sache unter sich austragen. Der verängstigte Pudel und der geprügelte Köter. Ich hoffe nur, dass meine Rolle in diesen Farce nie ans Licht kommt. Falls doch, sage ich, dass Julian nie von den Fallgittern erzählt habe. Vielleicht reicht das ja. Nein, du bist auch ein Verräter. Und das wird dir auch ziemlich leid tun jetzt, weil ich werde dich jetzt ausnehmen. Warte mal, wir sind jetzt schon fast bei unseren 100%. Ich glaube, der Rest müsste dann unten sein, in der Schatzkammer. Aber ich gucke mich trotzdem hier nochmal um, damit ich auch nichts vergesse. Oh, er hat mich gesehen. Der war wahrscheinlich schon aufmerksam. Naja, dann geh mal los. Ich werde in der Zeit schnell mal alles ausrauben hier. Wenn ich noch was finden sollte. Auftrag erledigt. 90% haben wir jetzt. Gut, ich denke mal, das war alles. Der Rest müsste in der Schatzkammer sein, genau wie der Opal. Und damit haben wir... Was war jetzt gerade mit der Tür los? Ich konnte sie gerade nicht richtig schließen. Damit können wir jetzt die Mission abschließen. Ich hatte auch nichts vergessen, oder? Die Lady, die guckt da nur.
Der hat auch nichts am Gürtel. Ich weiß nicht, was der Koch jetzt vorhat. Aber dass der auf einmal so losgerannt ist, war nur das Zeichen dafür, dass ich wahrscheinlich zu sehr die Leute hier aufgeschreckt habe. Ja, es tut mir leid. Oh, fuck. Na gut, er nimmt die Wachen von hier hinten. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber das ist gut für uns. Also, ich habe so meine Ruhe. Keller. Ja, da bleiben wir, glaube ich, hier hinten. Aber da wird mich der Typ hier wahrscheinlich wieder sehen. Deswegen mache ich mal hier das Licht lieber aus. What made that go out? Schleichen. This is a good example. Das ist die dicke Wache. So, jetzt kommen wir quasi zum Höhepunkt des Levels. Die Schatzkammer. Die ziemlich gut gesichert ist. Haben wir hier einen Teppich? Hier haben wir leichte Nischen. Die können wir nutzen. Aber wir können auch einfach hinter dem hinweggehen. Oder auch nicht. Shouldn't bother myself over nothing. Hehehe. Und weg. So, das ist die Treppe, die ich auf der Karte euch gezeigt habe. The Rutherford Family Vault. That opal is as good as mine. Ja, das Fall geht das geöffnet und jetzt haben wir durch beide Medaillons das Siegel und können die letzte Tür öffnen. Da ist er, der Opal. So this is what they all wanted. Well, it's better off with me. Damit haben wir sogar den letzten Schlüssel gestohlen. Wir haben 100% und können das Level beenden. Und das auf Experte. What? Did I just see something? Oh, oh. Kommt er jetzt hier runter? Ich will jetzt nicht noch einen letzten aufmerksam machen. Just a little too eager. Wishful thinking, I guess. Das war gerade sehr hell. There's a torch out again. Das hast du gut festgestellt. Why do they put torches where there are drafts? Well, my mistake. Ich überlege gerade, wie wir fliehen sollen. Ich glaube, wir nehmen den Eingang, den wir gekommen sind. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Die Wache ist auch noch so, wie sie... Ich frage mich, was sie den ganzen Tag nur macht. Die Wache steht nur am Fenster und guckt aus dem Fenster. Wie sinnlos. So, raus hier. Hui. So, was ich gar nicht gezeigt habe, was wir in dieser Mission an Ausrüstung hatten. Wir gehen mal kurz erstmal alles durchchecken. Wir haben alles. Wir sind alle Hinweise nachgegangen. Außer natürlich, dass wir die Tür öffnen ließen. An Ausrüstung hatten wir Wasserpfeile. Diesmal hatten wir Breitkopfpfeile. Lärmpfeile hatten wir noch ein paar. Blitzbomben hatten wir. Die funktionieren jetzt ziemlich gut. Also, die kann man, wie gesagt, schmeißen und die machen denselben Effekt. Aber das K.O.-Schlagen danach ist nicht so einfach möglich wie in 1 und 2. Nein, da hat sich nichts bewegt. Ich hau ab. Tschüss. So. Möchtest du die Mission beenden? Jo. The Bloodline Opal's mine now, and based on the size of this thing, I'd say it was worth it. But something tells me this Lady Elizabeth character had her own plans for the Rutherfords. I'd better get the Opal to Perry soon. He can cut it into smaller stones that are easier to move. And we'll both make a tidy profit. Ja, wir wurden 5-mal entdeckt, haben dafür 100%ig Loot, niemanden K.O. geschlagen. Taschendiebstähle haben wir auch geschafft. Ich glaube, das sind alle, die man machen kann. Ja. Insgesamt halt jetzt 5-mal entdeckt in unserer Statistik. Ansonsten keinen einzigen K.O. geschlagen. Ich bin so stolz auf mich. Das war das Rustford Anwesen, beziehungsweise das Ende einer Blutlinie. Und auf jeden Fall wird das noch Konsequenzen haben, dass wir diesen Blutopal gestohlen haben. Gerade diese Lady, die eigene Pläne hat, die wird uns, denke ich mal, nicht so einfach gehen lassen mit diesen wertvollen Klunker. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Und da werde ich euch ein wenig mal die Stadt Audale zeigen, beziehungsweise das Südviertel. Macht's gut, bis dann. Tschüss.